Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Oh ja, springt doch ins Feuer. Darf ihr auch warme Gefühle? So richtig warm. Ihr Peitschenschwinger. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Billy Shoemaker. Oh nein. Nein, nicht der Jakob Adams Apple. Nein, nicht der Jakob Adams Apple. Unsere Bögen werden singen. Nein. Ich frage mich langsam immer mehr, ob Firefly irgendwelche bösen Hintergedanken beim Programmieren dieses Spiels gehabt hat. Und noch nur 3 Steine. Ja, Sire. Rauf auf die Welle! Letztens, bei der letzten Aufnahme hatte ich auch irgendjemanden angeklickt, der einen richtig lustigen Namen hatte. Pi-Packet. Ja, das wird der Jakob Adams Apple. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ja, Sprinkel. Eine kleine Gruppe aus aber irgendein lustiger Name war das. Irgendwas Langlanze oder sowas, wo ich mir auch schon gedacht habe, was? Gefühle für euch, mein Herr. Wir haben sehr viel Holz. Wir könnten das doch mal gut nutzen. Wir können zum Beispiel noch einen Bogen erbauen oder mal mehr ich weiß nicht, ob das so gut ist, mehr Steinbrüche oder so. Ja klar, können wir dann verkaufen alles, aber es nimmt uns wieder Arbeitsplätze weg. Mehr Häuser ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Investition. Passt nicht hin. Machen wir es noch so. Na los, komm, geh weg. Das kann da nicht platziert werden, my love. Auf die kleinen Hütten, ganz ehrlich. Hauptsache, ich habe irgendwas gebaut. Für euch, mein Herr. Weil das ist alles Beliebtheit. Guck mal, schon 35 plus. Da muss man nicht mal Bier produzieren oder sonst irgendwas. Hauptsache, wir haben's. Bringt uns dann alles Bogenschützen ein, weil das ist das, was wir jetzt am meisten brauchen. Bögen werden massig gemacht. Goldprobleme haben wir jetzt auch kaum. Wir brauchen viele Bauern. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Die Menschen haben warme Gefühle für euch, mein Herr. Ach Gott, komisches Lied. Aber gut. Wie gesagt, wenn die Leute strunzbesoffen waren, warum sollten sie nicht auch singen? Das kann da nicht platziert werden, my lord. So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch 35, aber wenigstens 35 safe. Auch wenn wir mehr irgendwelche Probleme haben. Hauptsache, wir haben unser Holz irgendwie loswerden können. Hier schon wieder. Jemand muss dafür zahlen. Ja. Bauern werden benötigt, Sire. Ah ja, genau, was ich zu den Schmieden sagen wollte. Unten eine, die ist schon von den Gegnern eingenommen, genau wie hier. Die hier ist noch uns. Die wird uns bleiben, weil zu der hinzukommen, müssen die an uns vorbei. Was sie natürlich nicht schaffen werden, versteht sich doch. Oh Gott, die haben wieder Bikini. Verpasst ihnen was! Oh, kommt erst beim nächsten. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn ich diese Musik höre, wenn ich zu diesen alten Stronghold 1 Tracks höre, dann muss ich viel mehr an Stronghold 1 denken, als mich auf Stronghold 3 zu konzentrieren. Aha. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Oh, wie hieß die Kuh?
Guten Morgen, eure Lordschaft. Die Kuh heißt bestimmt nicht Billy Shoemaker. Moment mal. Da. Der Feind greift an. Ach, Bessie. Ach, die alte Bessie. Die gute alte Bessie. Die macht wieder so lustige Sachen. Naja, die hat sich den Bewohnern angepasst, dieser Burg. Genau wie diese. Wartet auf Bauer. Tja, erkennt ihr die Sendung? Erkennt ihr die Fernsehsendung Bauer sucht Frau? Oh, hab was gefunden. Naja, das nächste Mal, wenn jemand sagt, meine Frau ist eine doofe Kuh, kann man wenigstens sagen, so ein Recht hat er noch nicht mal. Hey, es ist zusammen. Das könnt ihr nicht machen, my lord. Ich bin Lord, ich kann machen, was ich will. Das habe ich schon mal erzählt. Und jetzt. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ja, die laufen wenigstens die so. Die Menschen hegen warme Gefühle Ach, für euch, meine Herren. Scheiße. Hurra! Verstärkungen sind in Oh ja, oh ja, Verstärkungen sind gut. Die kann ich jetzt gebrauchen. Schützen, bereit machen. Oh, und diesmal laufen sie. Letztes Mal gab es da Probleme. Zeichen, die wollten nicht laufen. Gehen in Stellung. Ja. Natürlich, Sir. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ziehen los. Bogenschützen, genau, ihr läuft jetzt bereit dahin. Machen. Unser Lordi. Niemand legt sich mit uns an. Sollen wir jemanden schlagen? Die sind ja, tot. Haut immer gegen den Kopf. Das ist gut für die geistige Gesundheit. So, unsere Sehnen lauf mal runter, sind die Treppe bricht mal zusammen. Das hatte ich schon mal. Wo ist der Kampf? Zeigt's ihnen. Was ist denn los? Geben die Mauer kaputt. Ich hab die eh nicht gemocht. Lordi, bist du dir sicher, dass du das. Ja, okay. Sind bereit! Ach, die Einwegkatapulte wieder. Landsknechte bereit. So, jetzt haben wir wieder richtig schön. Bauern werden benötigt, Sire. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Kann ich alle wieder reparieren? Sieht gut aus. Zumindest so weit wie möglich nötig. Ich glaube, ich mache noch einen Schutzwall davor. Das geht doch, oder? Sehr schön. Noch eine Art Schutzwall vor dem anderen Wall. Das könnt ihr nicht machen. Dass die Katapulte nicht gleich auf den schießen. So, dann kommen mal alle Bogenschützen, die ich jetzt habe. Befehle, Sir. Kolonnenformation. Da drauf. Ja, da drauf. Da kann ich nicht hin, Sire. Doch, du kannst das. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Ich glaube so fest an dich. Glaub mir. Da kann ich nicht hin, Sire. Ich opfere auch einen Grashalm für dich extra. Junge. Leute, wenn ihr da nicht bald hochgeht, ich schwöre. Eine kleine Gruppe aus feindlichen ich Soldaten kack euch ist auf dem alle zur Burg. Ich kack jeden zu hier. Ich kack euch alle so was von an. Da kann ich nicht hin, Sire. Ja, auch dich. Genau du. Der da mit dem hochgezogenen Augenbrauen. Da kann ich nicht hin, Sire. Du gehörst auch dazu. Da kann ich nicht hin, Sire. Boah, du kannst das. Warum könnt ihr nicht? Aufteilen, Männer! Was ist daran da so schlimm? Da kann ich nicht hin, Sire. Glaub mir, das haben schon viele Leute vor dir gemacht. Das soll ganz toll sein, habe ich gehört. Bogenschützen, vorbereiten. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind das eure ist das Leute. Sicherste auf der ganzen Welt. Was? Nicht rumschubsen. Bereit, Sir. Wollte jetzt hoch. Unsere Sehnen sind gewachsen. Auf die Bälle! Los, kommt, das macht Spaß. Auf ja, die Bälle! Endlich. Boah. Man kann sich aber auch zickig anstellen. So, es kommt schon wieder dran. Die Menschen warme Gefühle für euch. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Gut, da können wir sogar die Ration noch mal eins hochsetzen. Sehr schön. Doch nochmal ganz tolles Beliebtheit. My Lord. Dann können wir sogar noch mehr Nahrungsgebäude bauen, dass die Ration noch höher können gehen tun sein. Noch so eine, noch so eine, noch Käsereien. Das kann da nicht platziert werden, my Lord. Schön. Die Menschen schätzen euch sehr, my Lord. Dann können wir uns schon bald darauf konzentrieren, zurückzuerobern. Das ist so viel Holz.
Wenn ich mir mit dem Gold wenigstens Bauern kaufen könnte. Ansonsten wüsste ich mit dem Gold jetzt gerade nichts anzufangen, was ich durch den Holzverkauf kriege. Kann ich irgendwas der mit dem Holz Feind noch machen? Greift an. Stimmt, ich könnte Hopfen anbauen. Toll, bringt es jetzt noch so viel. Ach, warum nicht? Das kann da nicht platziert werden. Da ich euch das auch mal gezeigt habe. Das sind die Hopfenfarmen. Kann man noch Brauereien bauen. Dann eine schöne große Schenke. So richtig was zum Saufen. Machen wir mal hier direkt im Steinbruch. Da können die Arbeiter gleich rein. Guten Morgen, eure Lordschaft. Falls die Steine dann aus Versehen mal gerade in der Burg sind, haben die Arbeiter gerade ein alkoholfreies erwischt. Kann auch passieren. Hoppala. Oh. Stechende Erlebnisse in meiner Stronghold-Burg. Teil 1. Landsknecht bereit. Kann es sein, dass mich Wir das jetzt irgendwie beeinflusst, Leute. So ein wenig? Der Feind greift an. Hey, aber langsam entsteht Leben in unserer Burg.